Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und wir blicken in das tosend sich vom Berg herabbewegende Wasser, das sprudelnd, rauschend mit wilder Gischt im Eis des Gletschers verfangen, sich aus diesem Bild herauskristallisiert und uns die unmittelbare und pure Natur im alpinen Raum erfahrbar, erlebbar, körperlich spürbar macht. Herbert Brandl, einer der erfolgreichsten Maler unserer Tage in Österreich, hat er sich mit seinen Darstellungen von Natur, so wie er sie empfindet, versteht und sieht, tief in die Kunstgeschichte eingeschrieben. Herbert Brandls Gestus mit großem Pinselzug, mit unterschiedlichem Einsatz der Materialität. Da werden pastöse Farbaufträge mit ganz hauchdünnen, lasierenden Farbflüssen in einen Dialog gesetzt. Lösungsmittel setzt Herbert Brandl dazu ein, spritzende und schäumende Wasserqualitäten erlebbar zu machen, indem die Ölfarbe noch einmal auf der Leinwand in Bewegung gebracht wird. Ein Bild, das uns Natur nicht als Abbild erlebbar macht, sondern als gefrorenes Konzentrat von Erfahrung. Herbert Brandl, der an der Universität für angewandte Kunst bei Herbert Tasquill und Peter Weibel studierte, der selber an der Kunstakademie in Düsseldorf bis 2018 als Lehrender tätig war. Herbert Brandl, der Malerei zwischen Abstraktion und konkreter Gegenständlichkeit sehr stark in den Traditionen der Malerei der Nachkriegsära und so modern und zeitig wie nun mal die neuen jungen Wilden, die Malerei, die so oft totgesagte, wieder zu interpretieren begannen. Dieser Herbert Brandl, der das Elementare, das Ursprüngliche des Malprozesses per se für uns erlebbar macht. Wie im Französischen informell oder im Taschismus der 1960er Jahre, im abstrakten Expressionismus, wo das Unbewusste, das, was seelische Prozesse repräsentierten, so unmittelbar wie nur irgend möglich auf die Leinwand gebracht wurde, in einer Ära, in der man sich darüber einig war, die gegenständlich konkrete Natur könnte nach diesem Zweiten Weltkrieg mit seinen Entsetznissen, mit dem Grauen, mit dem Massenmord nicht mehr dargestellt werden. Und so wurden neue Wege gefunden, sich auszudrücken über Performance und viele andere Möglichkeiten, auch in der Malerei, den ganzen Körper zum Werkzeug des Farbauftrags werden zu lassen. Und dann mit einer Souveränität und Nonchalance die Rückkehr zur Malerei, in dem ein Wildbach das eisig Gläserne dieser Qualitäten von Element über Malerei spürbar und erlebbar wird. Im Belvedere 21 in der großen Personale zeigen wir das Œuvre Herbert Brandls aus den letzten 20 Jahren. Und zwar in einem Dialog mit einem Künstler, mit dem Herbert Brandl eine tiefe Freundschaft verbindet, nämlich der Romancier, der wichtige österreichische Literat Christoph Ransmayr, der mit Herbert Brandl seit vielen Jahren auch insofern sich austauscht, als wenn er wandernd unterwegs ist und eine besonders reizvolle Ansicht der Landschaft vor die Linse bekommt, ihm mit dem Smartphone einfach ganz kurz und schnell eine kleine Ansicht der Natur zukommen lässt. Christoph Ransmayr hat aus seinem literarischen Œuvre, aus seinen Romanen, Naturbeschreibungen, die ein integraler, wichtiger Bestandteil seines Werkes sind, für diese Ausstellung, für diese Schau ausgewählt
Und so entsteht ein sublimer, subtiler, intensiver Austausch und Dialog dieser beiden Künstler, Herbert Brandl mit seiner Naturbetrachtung, die nie eine 1:1-Spiegelung einer ganz konkreten Örtlichkeit darstellt, sondern Herbert Brandl arbeitet nach Abbildungen. Ob es nun die Webcam ist, die Wetterbilder aus allen möglichen Regionen in sein Atelier im 23. Wiener Gemeindebezirk spült, oder aber ob es Bilder sind, die Bergmassive aus aller Welt in Prachtbänden oder von Kalenderbildern repräsentieren. Er nutzt diese Bilder, um daraus ein Kondensat von Naturdarstellung zu entwickeln. Zwischen hochabstrakter malerischer Vorgehensweise mit großer Dynamik und einem selbstverständlichen Gestus oder aber durchaus auch zu lesen und zu interpretieren als Stein, Wasser, Eis, Schnee, eine Welt, die unwirksam, unwirtlich und jedenfalls faszinierend ist. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Belvedere 21. Wir freuen uns auf Sie in der Österreichischen Galerie Belvedere.